Ja, moin, hier ist Chris, Victoria Pater Spiele und es ist Mittwoch, wir machen eine Comic-Rezension. Ich habe dabei James Bond 007 und zwar Band 1 Vagre, ist erschienen als schickes Hardcover beim Splitter Verlag. Und beim Splitter Verlag bedanken wir uns auch recht herzlich für dieses Rezensionsexemplar. Besten Dank, hat uns gefreut. Und wir gehen mal hier die Infos auf dem Cover durch. Hier haben wir einmal Ian Fleming. Da weiß man dann so ein bisschen, wohin die Reise geht. Denn Ian Fleming ist der Autor der Ur-Bond-Stories, also der alten Bond-Romane, was so einen Hinweis gibt auf die Charakteristik von James Bond hier. Ist nämlich ein bisschen anderer Kerl als im Film. Dann die Zeichnung Jason Masters. Jason Masters hat viel Batman gemacht. Es ist auch hier relativ dunkel gehalten. Und klare Linien, ja, deutliche Zeichnungen, so schon, also sehr gut, sehr ansprechend gemacht alles. Teilweise mehrere Panels ohne Text, die aber trotzdem sehr aussagekräftig sind, also schon sehr actionlastig wirken an manchen Stellen, so wie so aufeinanderfolgende Standbilder. Da kommen wir gleich nochmal zu, finde ich ganz gelungen. Story, kein geringerer als Warren Ellis. Warren Ellis hat gemacht Transmetropolitan, eine Vertigo-Serie, DC Vertigo. Sehr gelungenes Ding in so einer Near-Future-Welt, regiert durch Medien. Hallo Scully. Und dann hat er gemacht, er hat angefangen mit viel Marvel-Sachen, hat auch bei DC ein paar Sachen gemacht. Hellblazer hat er gemacht. Herausragende Sachen bei ihm, auf jeden Fall Planetary, ein absolutes Meisterwerk. Und auch Authority, davor Stormwatch, eine Superhelden-Serie, wo es auch um Minderheiten ging. Und also die war auch, allein dadurch, dass diese Minderheitengeschichte thematisiert wurde, war es schon sehr, sehr speziell und sehr, sehr gelungen. Also sehr viel Drama-Faktor, wie ich das immer so schön nenne, bei Superhelden. Superhelden-Drama, wie gesagt, wisst ihr, ist mein Ding. Ich hatte es kurz angesprochen, die Charakteristik von James Bond. James Bond ist bei Ian Fleming und Warren Ellis wäre eben auch nicht Warren Ellis, wenn er da nicht hinterher käme. Noch mehr Haut drauf, mehr Haut degen. Er ist ein eiskalter Typ. Hier eher, der auch nicht an jeder Stelle sympathisch wirkt, auch nicht sympathisch wirken muss einfach. Es ist ganz klar abgegrenzt. Er wird nicht für Spionage als solches eingesetzt, sondern für wirklich Tötungsmissionen. Und er hat diese Lizenz zum Töten und macht auch rege Gebrauch davon im Verlauf der Story. Also es ist blutig, es ist brutal, es wimmelt vor Kopfschüssen, vor blutverschmierten Wänden. Es ist jetzt nicht unbedingt für Kinder geeignet, dieses Comic. Es ist schon, richtet sich schon deutlich an Erwachsene. Und James Bond wird halt, ja doch, ja wirklich als dieser kalte Haudegen dargestellt. Mit so einem, ja, so ein ganz kleiner Humorkante und so ein Humor, die er vielleicht hat, jetzt hier in der Story. Wird aber auch charakterisiert als jemand, der jetzt, also nicht gefühlskalt ist, denn der Band fängt an in Helsinki. In Helsinki ist er auf einer Rache-Mission und erledigt jemanden, der seinen Kollegen 006 ermordet hat. So, im Laufe der Story nimmt er irgendwann an einer Stelle, wo er also nach Berlin fährt, so über diesen Ablauf, da kommen wir gleich nochmal zu, fährt nach Berlin und gibt sich einen Decknamen, den 006 immer verwendet hat. Das ist ja letztendlich auch eine Sache, die zumindest will er ihm ein Denkmal setzen, seinem Kollegen damit, oder er trauert um ihn. Also ganz gefühlskalt ist er nicht, aber wenn es um die Mission geht, keine Gefangenen. Und das zeichnet sich, das findet sich halt auch in den Zeichnungen alles wieder. Ja, ich halte das hier mal so ein bisschen hoch. Das ist relativ düster gehalten in den meisten Szenen. Und selbst da, wo es dann heller wird, schwebt dann oft so storymäßig ein düsterer Schatten darüber. Also das ist schon, ich will jetzt nicht sagen, dadurch, dass es eine Rächer-Story am Anfang zumindest ist, man kann es mit Batman vergleichen, das ist jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt, würde ich sagen, aber es ist halt ja, es ist vielleicht ein bisschen anders, als man es erwartet, wenn man James Bond hört, ja? Und gerade das macht den Reiz aus, dieser Sache. Und er erwähnt auch an einer Stelle, er wäre ausgebildet worden von Leuten, die im Kalten Krieg gedient haben und den Kalten Krieg erlebt haben. Und die hätten ihm vermittelt, so zu sein und zu handeln, wie er halt ist. Und das, diese Kälte spielt sich da hier und da wirklich, wirklich gut wieder.
Wobei man auch sagen muss, es ist auch Humor drin. Also das wird immer wieder so ein bisschen in die reale Welt geholt, also aus der Comicwelt in die reale Welt, was ich ja sehr gerne mag, so dass man, also es ist wirklich hier im Hier und Jetzt existiert die ganze Sache. Er ist dann irgendwann mal in der Kneipe und sagt, also bestellt, er bestellt kein Martini, er trinkt kein Martini, er trinkt immer Bourbon hier. Und bestellt halt einen Bourbon und will vom Wirt einen Pappy van Winkle haben. Das ist sehr bekannter Bourbon in den USA. Und sagt, der 20-jährige Pappy van Winkle ist ein wesentlich besserer Freund als Jack Daniels. Das sind alles Marken, die es gibt. Und meiner Meinung nach hat er natürlich auch recht. Und das macht die ganze Sache interessant. Dann ist er im CIA-Büro, Entschuldigung, CIA-Büro, MI6-Büro in Berlin und die unterhalten sich über die Mitarbeitermotivation, die wirken so ein bisschen übereifrig da, die Mitarbeiter, und er redet halt mit dem Dienststellenleiter und der sagt, ja, es ist auch ein bisschen schwierig, die Leute bei Laune zu halten, wenn sie jeden Tag Angela Merkels E-Mails abfangen und lesen. Das wäre ein bisschen öde. So. Also Humor ist drin, auf eine subtile Art und Weise, der gleichzeitig die ganze Sache in die Realität setzt. Und das macht die ganze Sache auch schon mal interessant und lesenswert. Ja, jetzt müssen wir nochmal klären, worum es hier eigentlich geht. Ich hatte ja gesagt, es beginnt in Helsinki auf dieser Tötungsmission, wo es um den Mord an 006 geht. Das ist aber letztendlich nur benutzt zur Einleitung, um kurz auch den Herrn Bond darzustellen in Action. Dann geht es weiter in London im MI6 und gleichzeitig wird so ein, zwei Seitenweise nach Brixton geblendet. Wo ja, es sieht aus wie Musiker, naja, die sich da auf jeden Fall gerade, also mit Drogen vergnügen, kann man nicht sagen, mehr will ich auch nicht sagen. Und dementsprechend geht es halt auch um diese Drogen, die einen relativ unkontrollierten Fluss nach London haben und die zurückverfolgt wurden auf Herstellung in Berlin. Daraufhin geht es halt nach Berlin und dann nimmt die Story seinen Lauf. Die ersten Probleme gibt es am Flughafen. Und dann geht es so weiter und letztendlich, ich will jetzt auch keine Details verraten und auch nicht spoilern, das ist wirklich spannend zu lesen, da will ich euch nichts wegnehmen. Es ist nicht so eine kleinteilige Geschichte, wie sich das jetzt vielleicht anhört, es ist schon was Großes im klassischen Bond-Format, sage ich mal. Also es gibt einen durchgeknallten Superschurken, es gibt dieses und jenes, es gibt die Bedrohung des Vereinigten Königreiches, es ist alles drin, was man möchte, wenn man James Bond hört, liest, sieht, was einen da so erwarten könnte. Ja, abschließend, was kann man sagen zu dem Band? Er funktioniert anders, als man vielleicht erwartet, wenn man jetzt an die James Bond Filme denkt. James Bond ist wirklich dieser eiskalte Krieger, dieser Haudegen Killer an mancher Stelle. Er ist nicht unbedingt sympathisch. Er ist der Hauptprotagonist. Er ist irgendwo auch der Held. Aber kein sympathischer. Vielleicht nur an ganz wenigen Stellen blitzt es so auf, so wenn er so ein bisschen Humor zeigt oder so. Er ist nicht unbedingt, also für mich jedenfalls, weil er kam jetzt nicht total sympathisch rüber, was er, glaube ich, aber auch nicht unbedingt soll. Und was auch nicht nötig ist, davon mal abgesehen. Ne? Zeichnungstechnisch mag ich das sehr, diese klaren, strukturierten Sachen, die mich oft an bestimmte ältere Comics so aus Frankreich und so zum Teil schon erinnert haben, aber dann auch wiederum von dieser Abfolge zeige ich mal eben zum Beispiel an Bildabfolge auch an andere Sachen, also an so actionlastige Sachen, wo dann wirklich über Panels und Seiten ohne Text ausgekommen wird, aber trotzdem ganz klar ist, was man da sieht, wo es also eine Abfolge gibt, die so sieht wie schnell geschnittene Standbilder zum Beispiel. So würde ich sagen. Wiederum nicht so toll sind dann manche Szenen, wo es dann trotz klarer Zeichnungen ich dann echt Probleme hatte irgendwie. Also man möchte sowas auch. Man möchte das Bild schnell in sich aufnehmen, aber auch irgendwie für diesen Lesegenuss möchte man auch schnell von Panel zu Panel, um diese Action-Sequenz nachvollziehen zu können. Geht mir jedenfalls so. Und da ist es dann ab und an ein bisschen hinderlich, wenn so kleine Sachen oder kleinere Details nicht sofort erkennbar sind, was nun gemeint ist und sich vielleicht dann der Sinn des Panels nicht sofort erschließt. Ja, aber das ist auch an wenigen Stellen. Das hatte ich nur zwei, dreimal und da hat es ein bisschen gestört, aber ansonsten ist das hier größtenteils gelungene Comic-Grafik. Also super. Ja, ansonsten würde ich sagen, super Job, Mr. Ellis. Ja, es kommt jetzt nicht an seine großen Planetary Sternstunden ran oder so, aber es ist sehr gut. Es ist ein Comic, auf das ich vielleicht gar nicht unbedingt aufmerksam geworden wäre es nicht von Warren Ellis. Und dafür bin ich relativ dankbar, weil also ich bin jetzt gar nicht der große James Bond
Riesenfan. Ich gucke ab und zu ganz gerne mal so einen Film, aber jetzt habe ich auch lange nicht alle gesehen und bin, wie gesagt, durch Mr. Ellis drauf aufmerksam geworden und bin also auf einen ganz anderen James Bond gestoßen, als den man aus dem Fernsehen kennt oder aus dem Film, aus dem Kino kennt. Und das war schon ein Erlebnis. Und von daher wünsche ich viel Spaß mit dem Band, wenn ihr euch den zulegen wollt. Meine Empfehlung habt ihr dafür. Ja, dann bleibt mir jetzt nur zu sagen, tschüss, vielleicht hat es euch gefallen, das wird uns natürlich freuen. Und ihr guckt euch um auf dem Kanal, jeden Mittwoch jetzt Comics, vielleicht auch mal ein zweites Comic-Video dazu. Und sei nochmal darauf hingewiesen, freitags das Journal, wo auch über Comics geredet wird. Vielleicht lasst ihr uns einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, oder ihr macht einen Kommentar, auch wenn euch irgendwas übel aufgestoßen ist. Schreibt es rein in die Kommentare, konstruktive Kritik. Wir können es nur ändern, wenn wir es wissen. Und Kommentare wäre ein Stichwort, neben natürlich noch dem Hinweis auf ein Abo hier bei uns im YouTube-Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aber Kommentare könnt ihr auch hinterlassen auf unserer Homepage. Ist unten in der Infobox www.vp-spiele.de. Wenn ihr kein YouTube-Konto habt, aber trotzdem gerne was erzählen wollt oder gerne irgendwie was kommentieren wollt. Ihr findet alle Videos verlinkt auch auf dieser Homepage mit Kommentarfunktionen. Also guckt euch das ruhig mal an. Von daher gibt es keine Ausreden, wenn man keinen Account hat. Okay, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wärt. Und wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, schaltet ein Abo. Bis dahin, Dankeschön fürs Zugucken. Tschüss.